Sie sind hier, 12. Dezember 2018, 18.55 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Zack Steffen spielte von Januar 2015 bis Juli 2016 für die Regionalliga-Mannschaft des SC Freiburg. Urheberrecht Getty Images. Ein früherer Freiburger wechselt im kommenden Jahr für eine Rekordsumme zu Man City. Yaya Toure verlässt Olympiakos Piräus wieder. Der Sport 1 Transfermarkt. Manchester City hat bereits den ersten Neuzugang für die kommende Saison an Land gezogen und damit einen früheren Freiburger zum neuen Rekordtransfer seines Landes gemacht. Die Rede ist von Torhüter Zack Steffen. Wie sein bisheriges Team Columbus Crew bestätigt, wechselt der 23 Jahre alte US-Nationalspieler am 9. Juli 2019 zum Team von Pep Guardiola. Die Ablösesumme soll laut ESPN zwischen 8 bis 11 Millionen Euro liegen. Damit ist Steffen nun nicht nur der teuerste Torhüterverkauf der MLS-Geschichte, sondern auch der lukrativste Transfer von Columbus Crew. Bislang teilen sich noch Giancarlo Gonzalez und Stern John den obersten Rang mit jeweils kolportierten Ablösesummen von über 3,8 Millionen Euro. Als teuerster Torhüterabgang der Liga-Geschichte steht Tim Howard, Foto, mit 3,2 Millionen Euro zu Buche. 14 Regionalligaspiele für Freiburg. Steffen spielte von Januar 2015 bis Juli 2016 für den SC Freiburg, kam allerdings nur in 14 Partien für die Reserve in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Nach einer Leihe zu den Pittsburgh Riverhounds eroberte sich der sechsmalige Nationalspieler einen Stammplatz bei Columbus Crew und blieb in 71 Pflichtspielen 22 Mal ohne Gegentreffer. Zuletzt wurde er zum Torhüter des Jahres in der MLS gewählt. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.